Ja, weiter geht es mit Let's Play Grim Dawn. Wir stehen hier in irgendeinem, ja, Banditenlager in Arcovian Foothills. Und wir haben schon das letzte Mal angefangen, ein bisschen hier aufzuräumen. Und vielleicht haben wir noch die ein oder andere Truhe rumfliegen. Nee, haben wir nicht. Zumindest nicht offensichtlich. Ja, hier sind noch ein paar Schergen. Die hauen wir nochmal eben schnell aus den Latschen. Wir haben das letzte Mal schon wieder einen Devotion-Punkt ergattert. Und haben ihn noch nicht verteilt. Ich habe mich mal wieder, wie immer, nicht schlau gemacht, denn ich nehme das Ganze hier mal wieder im Anschluss auf. So, zack. Unser Falkenflug oder mit der Ding, nee, Falkensturz, ne? Hat mittlerweile Stufe 4 erreicht und dürfte damit wesentlich mehr Schaden austeilen, als den Feinden lieb ist. So, dann haben wir das hier auch abgegrast. Und dann können wir uns wieder hier hinab prügeln. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Zumindest nichts, was mir jetzt aufgefallen wäre. So, was haben wir hier unten? Eine Kreuzung. Ah, da haben wir das Riftgate da unten. Sehr cool. Aber hier haben wir auch noch... Ach du Scheiße. Seht ihr das? Das sind Elite-Monster. Ja, leck mich doch. So, erstmal hier die normalen kaputt machen. Ah, yes. Boah, die sind so zäh. Na, ich muss natürlich auch die großen an, beziehungsweise die kleinen hier, also mit, also die großen kleinen muss ich erstmal anvisieren. Ist gar nicht so einfach. Achso, die droppen Säure, okay. Aber das sollte kein Problem sein. Yes, irgendwas Blaues ist wieder dabei. Oh, sogar des Kriegsherrn, das könnte vielleicht was Interessantes werden. So, und der dürfte natürlich jetzt gleich auch nochmal was droppen. Yes. Zack. Oh yeah. So, ich gehe einmal hier rum, um das Offensichtliche einzusammeln. Eigentlich wollte ich die Komponente einsammeln. Nett, schwere Schultern. Spielstufe 28. Schauen wir uns gleich an. So, wir können sogar noch alles aufnehmen. Das wundert mich sehr, aber ja, okay, es wird schon recht knapp hier. So, die packe ich mal hier hin. Dann kann ich den Helm hier hinpacken. Oh, nett. 35 Konstitution und mehr geblockten Schaden. Erhöht die Rüstung um 4. Durchschlagswiderstand. Ja, komm. Also, ich würde schon fast sagen, wir sollten definitiv auf einem Einhand-Schild-Spec umwechseln. Auch wenn wir dadurch keinen Schaden machen. Ach so, hier sind die. Ach, hier sind noch ein paar Korrumpierte. Die hauen wir auch nochmal schnell weg. So, da ist das Riftgate. Sehr nice. Warte mal, war hier noch irgendwas? Nee, doch. So, okay. Da gibt es nichts mehr zu holen. So, das Riftgate haben wir mal aktiviert. Ich werde auch gleich im Anschluss, wenn wir mit denen hier gequatscht haben, ja, Menschen sind das. Ganz toll. Werde ich mal nach Devil's Crossing zurückkehren. Ja, hallo. Sehr erfreut, freundliches Gesichtstreffen. Normalerweise bla. Wobei braucht ihr Hilfe? Unser ältester Matthias wurde kürzlich nach dem Überfall unser Lager bla wird vermisst. Der älteste Tod ist wenigstens ein Talisman zurück. Okay, wir sollen irgendwas zurückholen. Ein Talisman des Ältesten. Das werde ich tun. Und seid gegrüßt, Freunde. Habt ihr Ärger mit den Banditen? Natürlich. Brutale Mörder, bla bla. Die beste Vorgehensweise, die Barrikade zu sprengen. Okay. Machen wir einen Handel. Die Staunton-Mine westlich von hier ist verlassen. Könnte etwa Sprengstoff haben. Ja, das ist das erste Mal, dass wir dann mit Sprengstoff quasi in Berührung kommen. Sehr cool. Haben wir sonst noch irgendwas hier unten? Nee, das sieht nicht so aus. Okay, dann werden wir mal... Ihr seht auch, wir teilen unsere Auren. Wenn wir jetzt hier so durchgehen, dann fangen die auch an, ja, zu wabern. Keine Ahnung. So. Ich würde sagen, erstmal den ganzen ätherischen Quatsch hier verkaufen. 128 Rüstung ist natürlich auch doof. Das ist doof, 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 doof. Ja, leider, leider, leider. Ja, nee. Ich bleib erstmal dabei. Wir kriegen so schnell neue, Gegenstände. Das geht verdammt schnell, wie ihr gerade gesehen habt. So, das hat natürlich Kältewiderstand, Blitzwiderstand, Giftwiderstand. Das ist schon sehr defensiv, dieser Schild. Ich werde mal behalten. Falls wir jetzt auf Schild umwechseln, wird das wahrscheinlich erstmal
der Schild meiner Wahl. So, warte mal, hier haben wir noch einen seltenen Ring mit Elementarschaden. Machen wir leider gar nicht. Weg damit, das brauchen wir sowieso nicht. Dann können wir wieder kombinieren. Und vielleicht auch mal hier sortieren. Oder haben wir irgendwo noch einen Ring dazwischen? Magisches Amulett, Zaubergeschwindigkeit? Ne, brauche ich nicht. Gut, dann hätten wir das auch mal erledigt. Dann packe ich das hier hin. Und dann... Achso, ich habe noch gar nicht seine Waffen durchgeguckt. Minus 362, 80... 346... Ja, das ist alles nicht so gut. Wir verlieren so viel Schaden. Aber wir gewinnen dadurch natürlich auch massiv an Defensive, die wir jetzt eigentlich ja gar nicht haben. So, was macht das denn? Verbrennung. Achso, nee, ich will nicht noch Verbrennungsschaden haben. Ich will schon was mit Blitz- oder Blutungsschaden haben. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Aber hier scheint nichts drin zu sein. Bei den normalen, auch bei den Zweihandwaffen auch nicht. Giftschaden, nein. Nee, scheint nichts dabei zu sein. Das heißt, ich werde mal nach Devil's Crossing zurückkehren. Beziehungsweise wir haben hier das Gebiet auf der rechten Seite noch nicht erkundet. Das werde ich vorher natürlich nochmal eben schnell tun. Das geht ja relativ flott oder auch nicht. So, der Kalte natürlich. Alles klar, so. Ah, die sind kaputt. Was haben wir hier noch? Ach, natürlich, Ätherkristalle. Ah, shit, ich war zu nah dran, glaube ich. Vielleicht sollte ich nicht so sehr in die Offensive. Ach, shit. Das sind einfach zu viele. Ja, wobei, vom Schaden her, den wir reinbekommen, geht es eigentlich. So, zack. So, ich gehe erstmal hier hin, um mich ein bisschen zu erholen. So, das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Das heißt, ich kann noch auf die Kristallansammlung gehen. Die ist ja auch mal relativ schnell erledigt. So. Sehr nice. Ach, der kippt auch noch um. Okay, alles klar. So, was haben wir denn hier? Nur eine eine Essensration. So, hier oben sind wir lang gegangen. Ihr erinnert euch, wir sind die Treppe letztes Mal runtergelatscht. Oder in dieser Folge, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich, wie gesagt, alles am Stück aufnehme. Hier sind noch ein paar verbrannte Leichen. Nicht schön, aber hier ist ein... Ach so. Das ist der mit dem grünen Flickenhemd wahrscheinlich, der andere Typ. Wer zum Teufel bist du? Was willst du von mir? Seid ihr den Namen, den ich nicht aussprechen kann? Ich bin wegen eures Partners hier. Das Schwein ist noch nicht tot. Lasst mich erklären, das ist ein großes Missverständnis. Sagt, was ihr sagen müsst, aber macht schnell. Ist mir eigentlich egal, spart euch das. Okay, sagt, was ihr sagen müsst. Jewel ist wertlos abschauen. Dieses Durcheinander war nicht wegen der Ladung Schrott. Dieser Bastard hat einfach versucht, meine Tochter Josephine zu vergewaltigen, als wir zuletzt gezeltet hatten. Ich stellte fest in zur Rede, er wurde gewalttätig. Gleich nach draußen mal bla. Tut mir leid, dass ich so schnell geurteilt habe. Gebt mir einfach Jews Anteil der Beute und ich werde euch in Ruhe lassen. Jetzt können wir natürlich die Moral wieder raushängen lassen, was ich wahrscheinlich auch, so tun werde. Darauf kannst du dich verlassen. Sichere Reise, mein Freund. Ja, wir haben uns einmal umentschieden. Wir haben ihnen jetzt geholfen, anstatt ihn zu töten. Wie gesagt, man kann sich, man hat ein bisschen Auswahl, was die Entscheidungen angeht. Warte mal, hier oben waren wir auch noch nicht so wirklich. Zumindest war das ein bisschen ausgeraut. Da könnten auch noch ein paar Kreaturen sein. Ja, und ich hoffe, dass ich mit meiner Entscheidung das Richtige getan habe. So ganz weiß man das ja leider nie. Gerade in dieser Zeit hier machen sich das wahrscheinlich auch zwielichtige Gestalten zunutze, um ihren Vorteil aus manchen Sachen zu ziehen. Aber nicht mit uns. Das waren auch alle, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück nach Devil's Crossing. Was wollte ich eigentlich verkaufen eigentlich? Aber ich habe doch schon alles verkauft. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht wollte ich mir auch die Einhandwaffe nochmal anschauen.
Ja, das weiß ich noch nicht. Lass mal sehen. Auf jeden Fall irgendwas mit physischem Blutungsschaden. Nee, Kälteschaden. Das ist doch wieder total blöd. Hier, 10% Angriffsgeschwindigkeit und mehr physischen Schaden. Das wäre doch schon mal was. So, was ist denn hier unten noch? Auch nicht schlecht. 10% auf alle Schadenstümer. Ist für Stufe 26. Wir sind 24. Das dauert noch ein bisschen. Bei den Schwertern ist auch nichts dabei, ne? Chaos-Schaden, Säure-Schaden. Nein, gib mir weg damit. Ich werde jetzt einfach mal die Axt hier kaufen. Nee, nicht mehr Kälteschaden. Hier mit Angriffsgeschwindigkeit und physischen Schaden. Das werde ich mal benutzen. Auch wenn das, wenn's, der andere könnte vielleicht jetzt noch was Besseres haben. Ich weiß es nicht. So, rüste ich jetzt mal aus. Und zwar von 915 Schaden pro Sekunde rutschen wir ab auf 395. Hier ist drauf eine beschädigte Klaue. Da haben wir doch bestimmt noch eine. Nee, abgetrennte Klauen. Nee, haben wir gar nicht, ne? Wir haben hier nur den, Achso, der kommt ja auf Schilde. Genau, dann wollte ich den Schild hier noch anlegen. So. Und das würde dann auf den Schild hier kommen. Ja, möchte ich. Gut. Ja, dann werde ich mal hier die beschädigte Klaue entfernen. Wahrscheinlich machen wir jetzt was total Bescheuertes. So, ich möchte die Komponente gerne wieder haben. Yes, dankeschön. Und die packen wir jetzt hier drauf. Ja, guck, machen wir immerhin schon mal wieder 429 Schaden pro Sekunde. Das ist ja schon fast die Hälfte. Aber Schaden ist ja nicht alles. Aber ich bin mal gespannt, wie gut wir uns jetzt hiermit schlagen. So, warte mal. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Wo wollte ich hin? Ich wollte da oben hin. Denn wir haben ja eine Fähigkeit erlernt, die wir jetzt mit fehlender Zweihandwaffe nicht mehr benötigen. Ja. Und die hole ich mir wieder zurück. Jawohl. Ja. Stay strong, besten Dank. So, damit haben wir jetzt die Punkte hier raus entfernt. Weil wir ja eh keinen Zweihänder mehr tragen. Ey, was ist das? Achso, das ist das Vieh, das will ich nicht haben. Der Soldat. Packen, können wir das hier irgendwo reinpacken? Konstitution und Leben, das ist natürlich sehr nice. Schildtraining können wir jetzt natürlich auch benutzen. Und Gesundheitsregeneration. Und 10% Verfassung. Ich glaube aber, ich möchte hier hin. Deswegen setze ich die zwei Punkte in den Baum. Und gut ist erstmal. Gut, dann haben wir noch die Devotion-Punkte. Die packe ich jetzt tatsächlich hier in den Amboss. Verteidigungsqualität. Und der nächste Punkt ist Konstitution. Und dann Rüstungsabsorption 3%. Dann nochmal Verteidigungsqualität und Verfassung. Und dann nochmal Thargos Hammer, wenn wir getroffen werden. Okay, das heißt, es ist ein reaktiver Proc. Wir müssen getroffen werden und dann besteht eine 25%ige Chance, dass der... Das war auch der Hammer, ne? Dass der ausgelöst wird. Nicht, dass ich jetzt was Falsches mache. Thargos Hammer. Das sieht dann so ein bisschen aus, wenn ihr Diablo 2 gespielt habt, wie der kreiselnde Hammer von Hammerdin. So sieht das ungefähr aus. So, dann kommen wir wieder zurück. Sehr schön. Jetzt brauchen wir natürlich wesentlich länger für irgendwelche Monster. Ah, ich weiß nicht, ob wir jetzt das Richtige gemacht haben. Ach, wir können auch noch da unten lang. Das haben wir noch gar nicht erkundet. Dann würde ich sagen, machen wir das eben. Wo geht's runter? Da vorne. Damit wir das Gebiet wenigstens einmal komplett aufgedeckt haben. So, da sind wahrscheinlich noch die ein oder anderen Kreaturen. Und Erfahrung ist Erfahrung. Ach, da haben wir wieder so eine Leuchte. Ja, ihr seht schon, wir machen wesentlich weniger Schaden. Aber wir halten auch ein bisschen mehr aus. So, wahrscheinlich brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr so oft den, unser Wendigo-Totem und sowas. So, gut, hier waren wir schon. Da geht's auch noch runter. Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder ein Gebiet zu weit. Ich will schon gerne wissen, was hier unten ist und vor allem, was hier ist. Denn hier wollten wir eigentlich auch mal vorbeischauen. Wir sind natürlich wieder vom Weg abgekommen. Wie sollte es auch anders sein?
Hier ist auch noch ein bisschen schwarz. Das werde ich jetzt mal ändern. Gut, habe ich geändert. Und wir können jetzt mal nach dort unten schauen. Was sich dort befindet. Oh, Wespen, sehr toll. Ja, wie gesagt, mit dem Schild fühlt man sich schon ein bisschen stabiler. Naja. So, hier haben wir noch... Ah ja. Gegner auf jeden Fall. So, einmal das und einmal das. Ja, wir ziehen den schon noch ordentlich ab, keine Sorge. Ah, hier haben wir noch ein Podest. Die erste Passage von Kymons Schrift. Könnt euch natürlich wie immer durchlesen, wenn ihr wollt. Einfach, wie gesagt, pausieren. Und dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Dann müsst ihr nicht mein unerträgliches Geschwafel ertragen. So. Und so. Genau. Ich denke, das sollte reichen. Wenn ich euch zu kurze Pausen gebe, sagt bitte Bescheid. Dann, ja. Oh, das ist eine ganz schwierige Sache hier. Oh, oh. Bleibt zurück, ich brenne diese Hütte nieder. Meine Familie muss in dieser fürchterlichen Welt nicht mehr leiden. Ja, der will seine Familie umbringen, das ist gar nicht so cool. Ist eure Familie da drin? Seid ihr wahnsinnig? Halte dich da raus, es ist zum Besten. Das könnt ihr nicht tun. Seht doch, die Dinge stehen schlecht, aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, dann könnt ihr natürlich bei beiden sagen, ach, doch, das kann ich tun, ich mach das mal. Welche Hoffnung gibt es denn noch? Gute Menschen sterben und die Welt wird von Ungeheuern überrannt, mit denen wir früher unsere Kinder erschreckt haben. Ich will nicht, dass meine Familie noch länger leidet. Andere haben es geschafft zu überleben, ihr könnt es auch. Ich bin aus Devil's Crossing, es ist dort sicher. Das können wir ihnen natürlich anbieten. Sicher? Was ist daran sicher? Wir waren hier auch einmal sicher. Wir verteidigen es. Es gibt Schutz und Trinkwasser. Okay. Vielleicht ist das ein Neuanfang. Jawohl, den wir gebraucht haben. Okay. Jawohl, wir haben diese Familie gerettet. Das ist sehr cool. Das freut mich doch schon wieder. Andererseits sind wir jetzt hier natürlich wieder in ein Gebiet, wo ich noch nicht war. Hier gibt es bestimmt wieder einiges zu erkunden. So, zack. Also, toll, da ist nur Müll drin. Haben wir hier noch irgendetwas? Nein, haben wir nicht. Ah, super, jetzt ist hier wieder ein komplett neues Gebiet. Ich raste irgendwann nochmal aus hier. Das ist einfach zu groß. So, jetzt werde ich mal nicht das Wendigo-Totem... Doch, ich werde es aufstellen. Wir werden Leben verlieren. Aber es ist angenehmer, es ist chilliger. Aber wir kloppen natürlich umso mehr auf die Monster ein, als wir das vorher getan hätten oder haben. Ah, vielleicht ist das im Veteranenmodus vielleicht gar nicht so verkehrt, ein bisschen defensiver zu spielen. Jeder spielt das Spiel natürlich anders. So, haben wir hier unten noch irgendetwas? Ah ja, natürlich. So, hier auch nochmal den Insektenschwarm reinrammen. So, zack. Da müssen wir noch einen Gesundheitstrank nehmen. Es sind einfach zu viele. Aber wir sollten das locker schaffen. Ja, ich weiß auch nicht, in welche Richtung es geht. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne Feedback geben, ob wir wieder zurück auf zwei Hand sollen oder nicht. Klar machen wir damit wesentlich mehr Schaden. Es kommt aber auch mehr Schaden rein. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Schild ist schon cool in seiner Funktion. So, hier ist irgendeine Zuflucht. Da unten waren wir auch noch nicht. Wobei das, glaube ich... Warte mal, das war doch das Lager, wo wir zuerst reinkommen sind. Genau, das ist die Brücke nach Devil's Crossing. Aber vielleicht haben wir irgendwas hier unten. Denn wir sollen ja auch noch Finde Elsa erledigen. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir da einmal... ja, unten uns ein wenig umschauen sollten, auch wenn das vielleicht nicht das ist, was ich mir erhoffe. Aber so haben wir wenigstens die Chance, etwas zu entdecken.
als einfach stumpf dran vorbeizulaufen. So, auf jeden Fall sind hier noch ein paar Gegner. So, wie gesagt, mit diesen Zaubern geht es einigermaßen. Ich finde, wir machen euch auch nicht zu wenig Schaden. Ja, wir müssen vielleicht ein paar Mal mehr zuhauen, aber ja, mein Gott. Okay, wir müssen vielleicht doch noch ein paar Mal mehr zuhauen. So, gegen die soll das kein Problem sein. Nur gegen so tankige Gegner ist das schon ziemlich eklig. Naja. Gut, dann hätten wir das hier unten auch erkundet. Damit haben wir dieses Gebiet ja auch abgeschlossen, wenn man das so nennen möchte. Hier kann man wahrscheinlich nicht runter, ne? Nee. Hier in der Außenwelt gibt es, glaube ich, eh keine versteckten Wände oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, die Zeit ist aber schon wieder rum. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Grim Dawn. Also, bis dann.